Heute Löwin Kigali ist guter Hoffnung. Und bei den Ozelots, da hat sie sich bereits erfüllt. Wie viel Kraft hat Xembalo? So. Das will Dennis gern wissen. Dann schauen wir mal, wie wir das Ganze hier am besten befestigt kriegen. Der wird jetzt wahrscheinlich nicht so stark sein wie ein Löwe, aber auch da wird schon einiges an Kraft hinterstecken. Ich möchte einfach den Vergleich zur Kigali haben, was der Jörg da so schön mit ihr gemacht hat. Da möchte ich jetzt einfach mal gucken, was der Xembalo, also unser Leopardenkater, so drauf hat. Und das bereite ich jetzt hier gerade so ein bisschen vor mit der Waage da oben. Kigali hatte vor einiger Zeit bei einer Fütterung eindrucksvoll ihre Zugkraft unter Beweis gestellt. Dennis hatte mit seiner Schätzung weit unter ihrer Höchstmarke gelegen. Am Ende brachte die Löwin rund 278 Kilo auf die Waage. Er wird schon weniger Zugkraft haben als die Kigali. Ich lasse mich da jetzt selber mal überraschen. Also bei den Leoparden ist es eigentlich so, dass die, genauso wie ein Löwe auch, sich das Beutetier reißt. Und dann macht er eigentlich das Gleiche, er sichert die Beute, aber der Leopard geht mit dem Beutetier hoch auf den Baum. Und von daher muss er alleine schon eine immens hohe Beißkraft haben und auch eine Muskulatur haben, um dieses Beutetier überhaupt da oben auf den Baum zu bekommen. So, mache ich mal den Zugtest mit meinen 2 Metern und 120 Kilo. Ich kletter mal hier eben drauf, um die Waage auf Tara zu setzen. Gut. Und eine Schätzung für Xembalo abgeben? Lieber nicht. Ja, habe ich mich bei Kigali so in die Nesseln gesetzt. Ich lasse mich da einfach mal überraschen. Kaum spricht man von ihr. Hey Kigali, guck mal, heute gibt's ganz leckere Sachen. Und erfreuliche Neuigkeiten hat Jörg auch dabei. Lecker, hm? Mal kostet Leckerlischen schon, hä? Genau. Ich habe mir heute mal ein bisschen so kleines Zeug bestellt, weil wir heute mal ein bisschen schwangere Gymnastik machen. Ne? Unsere Kigali ist ja wieder tragend. Und was natürlich das Wichtigste ist jetzt für sie, gutes Futter und viel Bewegung. Das geht natürlich bei Löwen am einfachsten, wenn die da ein bisschen suchen muss und sich ein bisschen auf der Anlage bewegen kann. Diesmal stellst du dich besser an. Ne? Ja, ihr erster Wurf im August hat nur wenige Tage überlebt. So, siehst du. Guck mal, da können wir ja anfangen. Hallo, Schatz. So, der Bauch schon so schwer, oder was? He? Ist der Bauch schon so schwer? Ja. You know, fine. Hm, mein Schatzi, alles gut. Selbst wenn die dann später in die Mutterstube geht, na, dann wird die sich auch am Tag immer hin und her bewegen, auch hier, auch viel am Gitter auch hin und her bewegen. Das ist eben, wie gesagt, ganz wichtig. Ich meine, warum machen Frauen Frauensport in puncto Schwangerschaftsgymnastik? Na, das machen die ja auch bloß. Das ist, weil das eben wirklich wichtig ist. Auch für die Jungtiere ist das wichtig, dass sie sich in die richtige Lage legen und so. Ne? Jetzt also Frauensport. Ja, bist du ein bisschen aufgeregt? Es gibt jetzt was zu essen. Ja. So, was ab. Wir gehen jetzt los. Das geht gleich los, hä? Ja, es geht gleich los. Ich bringe das erstmal raus und dann geht's los. So hoch. Da muss sie sich aber strecken. Ja, das kriegt die schon. Die wird natürlich auch erstmal eine Weile suchen müssen. Die muss das ja immer per Geruch orten. Verstecke gibt's ja hier genug. Schon ist der Parcours fertig. So. Gut, hier hat es ein bisschen was zu tun, die Maus. Ja. Na, geh mal gucken, meine Maus. Na, geh. Na dann. Kann die Gymnastik beginnen.
auch er. Na so, Dicker. Soll jetzt sowas wie Gymnastik machen. Cembalo. Ist in Bewegung. Und hat auch schon die Beute erspäht. Aber reißen scheint er sie gar nicht zu wollen. Der macht es sich einfach. Dadurch, dass das Seil jetzt da auch um den einen Ast so doof ist, kommt da auch nicht viel auf die Waage, glaube ich. Ne? Aber so richtig nach Ziehen sieht es nicht aus. Dann müssen wir eventuell noch mal einen zweiten Versuch machen und das Ganze noch mal überdenken. Im Stehen abknabbern. Das war nicht Dennis' Plan. Dicker, lass mich nicht hängen. Die Leute lachen uns aus. Ja, das scheint eindeutig nicht der Tag für ehrgeizige Ziele zu sein. Gut. Habe ich mich schon bei der Kigali so verschätzt mit dem Gewicht und jetzt habe ich ja auch noch einen Leoparden, der da nicht mitspielt. Nee, das war's erstmal. Aber ich gebe nicht auf. Vielleicht machen wir noch einen zweiten Versuch und dann müssen wir irgendwie gucken. Vielleicht doch höher hängen. Mal schauen, dass er sich nicht daneben setzen kann und fressen kann. Irgendwas müssen wir dann noch mal an der Geschichte verändern. Ja, das kann ja wohl nicht schon alles gewesen sein. Na, geh mal gucken, Schnecke. Hä? Auf Kiganis Appetit ist eigentlich immer Verlass. Jetzt geht's erstmal oben abkassieren bei Mario, der hätte das ja auch finden können, aber der legt es schon mal in die Büsche hier und da tut die das natürlich auch mit einkassieren. Aber das ist ja egal, sie bewegt sich auf jeden Fall auf der gesamten Anlage hin und her. Nein, das ist eigentlich das, was ich damit auch erreichen will. Ne? Jetzt hat es das andere am Baum gesehen. Na siehst du. Und das ist auch schön, so ein Lerneffekt, wenn man sich ein bisschen bewegt. Gibt es auch Belohnung. Ne? Das hat sie gelernt. Da kommt schon eine Leipziger Geier geflogen. Die haben das natürlich auch spitz gekriegt, dass hier Leckerlis sind. Dieses aber kriegen sie nicht. Siehst du. Das ist fein. Siehst du mal auch schön im Bauch jetzt hier bei ihr. Was eben auch phänomenal ist, dass die eben sogar 6 Zitzen hat. Normalerweise ist so bei Tiger und Löwe und auch Leopard, dass die nur 4 Zitzen haben. Ja, und da müssen wir jetzt nur ganz einfach mal abwarten, was da nur passiert, ne, mit ihr. Und wie sie sich anstellt. Und ich meine, beim ersten Mal hat sie sich auch relativ gut schon angestellt. Hat bestimmt auch viel dabei gelernt. Ich denke mal, dass sie jetzt beim zweiten Mal das gut macht und erfolgreich in der Aufzucht ist. Ja, hast du noch was gefunden? Schön. Ja, und das ist eine schöne Beschäftigung für die Tiere eben auch. Ne? Da seht ihr mal auch schön, wie die sich immer wieder neu bewegt und guckt. Und na, ist gut aufgegangen, das Gymnastikprogramm. Mein größter Wunsch ist ja, jetzt guckt sie noch mal oben nach, dass man wirklich mal ein kleines Löwenrudel hat, na, wo eben mehrere Tiere auch auf der Anlage agieren. Ich meine, das ist ja eine wirklich eine schöne, geräumige, große Anlage, wo auch mehrere Tiere drauf Platz haben. Na, und das ist schon mein größter Wunsch auch. Na. Ja, und wenn alles gut geht, dann könnte Jörgs Wunsch vielleicht schon zu Weihnachten in Erfüllung gehen. Am nächsten Morgen im Gondwanaland. Viele hier schlafen noch. Micha aber ist bereits in Eile. Ein wichtiger Auftrag wartet auf ihn und Anja Lange-Garbutz, die Tierärztin. Also wir holen den aber auf jeden Fall runter und machen das im Gang draußen. Wir machen jetzt kein Gefuddel auf der Anlage, weil wir auch noch wiegen wollen. So schön, dass sie reingekommen ist. He? Guten Morgen. Und Mike ist auch schon da. Willst du hochklettern, soll ich hochklettern? Mir ist es wurscht. Ich mach mein Zeug fertig. Ocelot-Weibchen Daphne hat vor 4 Wochen ein Junges geboren. Und nun ist Gelegenheit für die medizinische Erstversorgung. Eine Mission für Könner. Im Dunkeln. Und
Schnell gehen muss es auch. Das Jungtier liegt an der unzugänglichsten Stelle vom ganzen Gehege, wie immer. Und wir müssen dahin klettern. Also brauchen wir immer zwei Leute. Einer klettert, einer hält Leiter. Und dann packt das der Kollege hier in diesen Eimer, reicht mir den nach unten. Und dann werden wir das transportieren, wiegen und dann wieder zurückpacken. Ich hab schon. Ach, hast schon. Gut. Weißt du, was es ist? Es ist ein Ozelot, nehme ich an, oder? Ja, auch. So schnell ist alles im Eimer. Jetzt die Ärztin. Anja? Ja, ich bin hier. Kannst du schon mal hier das Eimerchen bitte nehmen? Aber Vorsicht nicht, dass du anfängst zu quieken, weil es ist ganz süß. Süß, ja. Ich denk's mir, das ist ganz süß. Oh ja, es ist ganz süß. Oh, das ist wirklich unfassbar niedlich. Ja, da möchte man wirklich quieken. Hallo, kleines Mäuschen. Ein neuer Tag. Ein neuer Versuch. Na, wird er mitspielen? Mache ich noch einen schönen Knoten rein. Keine Schlaufe, auch wenn bald Weihnachten ist. Cembalo. Diesmal soll er es schwerer haben. Ich hoffe. Das letzte Mal haben wir ja gesehen, was passiert, wenn es zu niedrig hängt. Jetzt gucken wir, wenn es zu hoch hängt. Der Versuchsaufbau jedenfalls steht. Ja, ist die auch auf Null? Wir wollen ja auch ein schönes Ergebnis und ein richtiges Ergebnis. Ist auf Null. Cembalo kann kommen. Ja, gut. Alles zu. Dann also alles auf Anfang. Ja, los, Dicker. Da bewegt sich was. Das sieht doch schon mal gut aus. Ähnelt allerdings sehr dem ersten Versuch. Du sollst nicht wieder vom Knochen abfressen, du Sack. Du sollst ziehen. Bloß nicht sich dranhängen oder versuchen abzureißen. Nicht zu viel Mühe. Das ist aber nicht ungeschickt. Ach, das kann nicht wahr sein. Hat mal einer einen langen Ast, damit man den da runterschubsen kann? Das gibt's doch nicht. Cembalo, gib dir Mühe, sonst waren wir mal Freunde. Ich kann das Stück Fleisch, glaube ich, so hochhängen, wie ich will. Der wird immer sich irgendwo an so einem Astvorsprung draufsetzen, hochziehen oder. Weil wir halt nicht so eine Röhre haben, wo zum Beispiel das Tier reingeht und es rausholen muss und ziehen muss. Hier kann er sich halt wirklich auf so einem Astvorsprung draufsetzen und dann sieht der Tierpfleger doof aus. Cembalo lässt sich auch heute nicht auf die Probe stellen. Ja, ich weiß selber noch nicht, was ich davon so halten soll. Geht jetzt wahrscheinlich gerade wieder hoch auf seinen Platz, dann legt er sich da hin, putzt sich eine Runde und dann ist für heute Siesta angesagt. Wie gut die sich kennen. Bitteschön. Eins hat der Versuch auf jeden Fall bewiesen. Leoparden können gut klettern. So ein Leopard kann klettern, ja. Und ein Tierpfleger kann sich Mühe geben. Und dann kriegt man die Mittelkralle. Aber das ist so. Man soll nicht aufgeben. Vielleicht bin ich ja sogar stärker als ein Leopard. Ja, die Auswertung wird bestimmt lustig. Kopashi ist immer noch krank. Seit 2 Wochen schon plagt den Tapir ein schmerzhafter Abszess an der rechten Backe. Und die Ursache ist immer noch ungeklärt. Aber heute scheint er einen guten Tag zu haben. So, Kopashi. Krankenpfleger Timo freut's. Also es ist immer schon mal ein schönes Zeichen, wenn der morgens hier steht und nicht in seiner Ecke liegt und er weiß, er kriegt jetzt was Leckeres und hat scheinbar Appetit. Das ist schön zu sehen. Ne? Er hat ja ab gestern zum ersten Mal Antibiotika gekriegt und es scheint ihm gut zu tun. Jetzt heute ist die Frage, ob er die Tabletten frisst
Das mit der Spritze hat nicht so optimal geklappt. Dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir das eben ab heute mit Tabletten. Und wenn er jetzt so Appetit hat, dann sollte das doch hoffentlich auch funktionieren. Hoffentlich. Ich versuche es erstmal mit Apfel, ich habe auch noch Banane mit. 5 Tabletten sollen rein, also in den guten Kopaschi. Man ja bettelt hier regelrecht. Oh, der erste ist schon mal weg. Timos Strategie, die Medizin versüßen. So, gehst tief da rein und rein in den Kopaschi. Ne? Schön auffressen, schön auffressen. Scheint aufzugehen, der Plan. Hat er so gut gefressen, dann kommen jetzt hier in den Apfel gleich 3 Stück rein. 3 Stück auf einmal? Das würde ja die Sache leicht machen. Ein Apfel mag er eigentlich immer. Aber? Jetzt riecht er den Braten schon. Ja, ganz so leicht ist er wohl doch nicht zu überlisten. Auch nicht mit Apfel. Das hatte ich ein bisschen befürchtet am Anfang. Vielleicht war das doch ein bisschen zu viel mit den 3 auf einmal. Dicke Backe, aber einen guten Geschmackssinn. 2 Türen weiter, das kleine Katzenkind. 1239, muss man bloß noch einmal rückwiegen. Dann. Den Eimer abziehen. Genau, also 949 wiegt er. Okay, dann hol's mal raus. Wird ja wohl nicht beißen. Ja, beißen, glaube ich, noch nicht ganz so toll, aber kratzen. Das Lett, dann ist es ein Mann, wenn es gar nichts gemacht hat. Micha hat also seine Theorien. Bestmann ist. Lass uns erstmal gucken. Lass mal hoch. Ja. Da ganz deutlich zu sehen, ne? Ich hab schon. Ein kleines Männchen. Dann würde ich jetzt erstmal impfen, dann kriegt es den Transponder und dann kriegt es noch so 2-3 Tröpfchen Atome ins Fell. Hast du es? Weil es kann jetzt pieken und dann nicht, dass es aua. Genau. Das ist wirklich verrückt, ne? Das ist ein Mann. Das ist ganz wehrt sich nicht. Ja. Naja, also absolut interessant. Das ist gar nicht so abwegig. Jetzt einmal drehen, ich muss nämlich an die linke Halsseite, bitte. Das ist auch nicht nur eine Theorie, das ist durch... Also jetzt, bei Ocelots weiß ich es nicht, aber bei vielen anderen Tieren ist es wirklich auffällig, dass wenn du männliche Tiere fängst, dass die sich ihrem Schicksal eher fügen als weibliche Tiere. Das ist auch ganz einfach, weil die brauchst du nicht so viele. Ne? Die Weiber sind wichtiger für die Arterhaltung. Mal kurz den Nabel, bitte. Oh Gott, das ist ja furchtbar süß. Das ist ja. Darf ich mal ein Foto für die Kerstin machen, bitte, weil die ist leider nicht dabei. Fürs Erinnerungsalbum. Der kleine... ist bereits Daphnes 8. Jungtier. Und zurück. Und nun auch rundum ausgestattet. Ja, alles drin, was rein muss. Jetzt schnell zurück zu Mama. Das ist uns wichtig, dass das relativ schnell über die Bühne geht. Ich meine, das ist ein sehr enge Bindung zwischen Mutter und Kind. Ne? Und je länger man das trennt und je länger man daran rummehrt, Gerüche gehen über, die Katze ist unruhig und da kann es natürlich immer zu irgendwelchen komischen Reaktionen kommen. Deswegen versuchen wir das immer möglichst kurz zu halten. Und ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, das waren so knapp unter 10 Minuten insgesamt oder sogar deutlich unter 10 Minuten. Und das ist gut. Ja. Ruhe so. Und fertig. Sehr schön. Vielen Dank. Herrlich. Xembalos Kraft wird wohl bis auf Weiteres ein Geheimnis bleiben. Ich guck dann erstmal, wie stark ich war. guck mal hier. So, schon mal bei 30. 49,7. 50,3. Das wird ja mal besser. Dafür, dass ich mich nicht mal angestrengt habe. 51,9. Ich wollte schon 69 sagen, aber es war nur 6,9. Habe ich mich ein bisschen überschätzt. Gut, dann ungefähr 50 Kilo.
war es bei mir. Und dann würde ich sagen, vergleichen wir das einfach mal mit unserem ja, nicht so motivierten Xemmerlo. Das sieht erstmal nach nicht so viel aus. Zuckt es. Ziehen bei ihm nicht. 13 Kilo. Das ist so bisher mit das höchste, was er heute... Oh, 14,2, okay. Dann will ich ihm nichts Böses. 14,7. Oh, hier war irgendwas. Hier waren wir bei 24,1. Das merken wir uns mal. 24,6 ist eigentlich ein Witz. Also da habe ich mir definitiv mehr erwartet. Ist natürlich jetzt, sieht da schlecht aus. Mir gegenüber, ne? Würde ich sagen. Da habe ich wohl mal vorgelegt. Ja, muss er wohl noch ein bisschen trainieren, würde ich sagen. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ja. Zum Tagessieg. Danke. Gut, dann lassen wir ihn mal in Ruhe. Dem ist das auch peinlich, dass er verloren hat. Tja, wer gut klettern kann, braucht eben weniger Kraft. Kopaschi hat keine Lust mehr auf bittere Pillen. Doch der Timo kann nicht locker lassen. Das waren noch nicht 5. Na, 2 sind wieder rausgefallen. 2 braucht er also noch. Aber ohne Tablette frisst das problemlos. Also er kriegt das schon mit, er riecht das. Jetzt gibt's mal Banane. Kopaschis Lieblingsspeise. Mit Bananen hat man ja schon so manchen glücklich gemacht. Schmeckt ihm. Ein gesundes, hungriges Tier mit riesigem Appetit kriegt man alles rein, aber das braucht halt keine Medikamente. Ne? So, aber jetzt hat's doch geklappt. Der eine liegt jetzt da noch im Wasser und eine halbe hier. Kriegt er jetzt noch eine halbe. Um es nur mal sicher zu gehen. Kopaschis Zustand. Bei der Tierärztin wirft er nach wie vor Fragen auf. Das sind Timos Sorge und Gründlichkeit. Berechtigt. So, Tabletten sind drin. Wunderbar. Zeit für die Belohnung. Das Schönste wäre natürlich, wenn das Antibiotika jetzt genau das Richtige ist für diesen Erreger und richtig gut anschlägt. Aber die Chancen sind wohl nicht so groß. Muss doch wieder fit werden. Vom Charakter ist der Kopaschi so ein lieber Kerl, ist wie ein Schoßhund manchmal. Also man darf nicht vergessen, dass es ein Wildtier ist, aber es ist schon ein Wahnsinn, was der für ein Vertrauen hat. Er spürt aber auch ganz genau, wem er so vertrauen kann. Schnucki. Letzte Stärkung vor der großen Reise. Ploribenz zieht um. In eine neue Nachbarschaft. Ich selbst schätze den Benz eigentlich schon als ziemlich nervenstark ein. Wird wahrscheinlich am Anfang erstmal ein bisschen komisch gucken, aber dann hoffentlich das neue Gehege voller Euphorie erkunden. Wohin Benzens Reise geht und wer seine neuen Nachbarn sind, das erfahren Sie in der nächsten Folge von Elefant, Tiger und Co. Außerdem... Die Husarenaffen sind bereits in Weihnachtsstimmung. Ihnen allen einen friedlichen dritten Advent.